Die Menschen, die gegen den Krieg sind, sind nicht gegen das Volk. Sie sind gegen den verfickten Krieg. Sie sind gegen ihr Regime. Als Russe musst du nicht gegen dein eigenes Volk sein. Aber du kannst gegen die Aktionen deines Regimes sein und damit bist du kein Verräter. Hallo, ich bin Dylan Donskoy. Ich bin Künstler. Dieses Wort ist schrecklich, aber es ist so. Und ich komme aus Berlin. Maria hat eine Ferienwohnung. Ich hole Janusz morgen ab. Eine, was für eine Wohnung? Was denn für eine Wohnung? Planst du schon seit längerem mich zu verlassen, oder was? Nee, Lars. Du hast mich verlassen. Und jetzt gehe ich. Ich kam mit zwei jungen Eltern, die keine Lust hatten, in der Sowjetunion weiter zu leben nach der Perestroika. 1990, also direkt, als es ging, nach Deutschland. Zählt Marzahn zu Deutschland? Schon. Genau. Ich war noch ganz klein, deswegen kann ich mich zum Glück an nicht mehr so viel erinnern. Und dann hin und her gezogen in Berlin ganz viel russisch-jüdische Migrationsgeschichte sozusagen. Ähnlich wie 90% der jüdischen Gemeinde hier in Deutschland. Ja, meine Oma ist Klavierlehrerin. Und ich wurde mit harten russischen und sowjetischen Mitteln dazu gezwungen, Chopin und Tschaikowski und so zu spielen als Kind. Und ich habe es gehasst, weil ich halt nicht sitzen wollte und lernen wollte. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es mit mir gemacht wurde. Ganz viel in meinem Leben damit verbracht, halt mich anzupassen, immer wieder. Ich war irgendwie auf 9 Schulen in 12 Jahren, ich habe in verschiedenen Ländern gewohnt. Meine Mama hat geheiratet, jemanden, der, also mein Stiefpapa, der dort gelebt hat in den 80ern, Kind von Holocaust-Überlebenden. Und für ihn war ganz klar, Deutschland ist es nicht, langfristig, und er wollte nach Israel. Ja, und dann sind wir da dahin gezogen. Und ich fand das wirklich höchst traumatisierend am Anfang. Ich fand das ganz schlimm. Ich fand es zum Kotzen. Meine Mutter meinte, ja, nach dem Sommer ziehen wir nach Israel. Und dann bin ich nach Hause, haben mir das angeguckt. Ich meine so, wirklich? Dahin? Neben Syrien und Libanon? Da willst du hin? Warum? Wir sind hier in Berlin. So, warum muss ich jetzt nach Israel? Und meine erste Stunde in der Schule war Arabisch auf Hebräisch. Bombe, richtig geil. Also war schwierig. War halt einfach, ja, wieder fremd halt. Ja, mit 18 bin ich zurück nach Berlin gekommen, nachdem ich ein Israel-Abitur gemacht habe, und habe erst mal 3 Jahre gefeiert. Und das war echt nötig, um irgendwie zu verstehen, wer man ist. Klingt so blöd, aber irgendwie doch, die Berliner Techno-Szene hat mich auch mir geholfen, auf jeden Fall auch mich zu emanzipieren als Mensch. Mag jetzt nach Berliner Hedonismus klingen, ist es bestimmt zum Teil auch, aber mir hat es geholfen. Aber dann war klar, okay, wenn ich was will, ich muss wohin, was nur meins ist. Wo keiner meiner Eltern wohnt, wo ich keinen kulturellen Background habe, wo ich nicht erklären muss. Und das war dann London. Bei London, ich bin hingekommen mit einem Ziel, Kunst. Nicht Ziel, ich komme von irgendwoher, weil irgendwas in meiner Geschichte irgendwas gemacht hat. Nein, ich gehe nach London, um jetzt Schauspiel zu studieren. Hallo, ich bin Daniel, ich studiere Schauspiel. Punkt. Wir müssen das neue Programm ganz schnell auf die Bühne bringen, bevor es sich jemand anders überlegt. Und es hat mir dort sehr viel Spaß gemacht, weil er hat auch sich keiner einen fucking Dreck drum geschert, ob ich jüdisch bin oder nicht. Es war denen einfach scheißegal. Wunderschön. Russisch, auch scheißegal. What do you wanna do? You wanna study acting? Cool. Und das habe ich genossen. Weil wenn du mit einem klaren Ziel wohin kommst, musst du nicht so in deine Vergangenheit rumgraben. Also ich wollte zwar nach Berlin, aber ich wollte irgendwie, dass es sich doch nach Tel Aviv anfühlt. Neukölln war für mich einfach genau diese geile Mischung zwischen es ist irgendwie Berlin und ich wollte, und es ist nicht so weit ins Berghain, und dennoch kriege ich Hummus. Und ich habe wirklich über Instagram eine Message bekommen von einer Casterin aus Russland. Hallo lieber Daniel, habe ein Projekt mit dir gesehen und ein Interview in der russischen Zeitung, würde mich gerne anfragen. Es war so lustig, weil es ist für eine Rolle,
die so ultra-russisch nicht sein könnte. Und sie fand es aber so cool, dass ich sozusagen zwar Russisch spreche, aber überhaupt nicht mich bewege und gebe wie ein russischer Schauspieler. Und das fanden die so interessant. Das war so witzig, weil auch die haben die dann wiederum suggeriert. Ja, das Geile an dir ist, dass du Russe bist, aber irgendwie doch nicht. Aber wenn ich dadurch, dass ich zum Beispiel multinational aufgewachsen bin, etwas einem russischen Charakter geben kann, was spannend für den russischen Charakter ist, es ist toll, regardless, ob ich aus Russland komme oder nicht oder dort gelebt habe. Mir war es einfach ganz, ganz wichtig, selber als Mensch, der nicht klar definieren kann, was Jüdischkeit bedeutet, weil es kann keiner. Also klar gibt es kulturelle Sachen, die einen gemeinsamen Nenner bringen, wie man kennt dieselben Lieder. Das ist aber nicht, das hat nichts mit deiner persönlichen Identität zu tun, was du fühlst. Du hast ein nostalgisches Gefühl, weil du mal als Kind ein Lied gesungen hast. Dieses Lied mit anderen Menschen in einem Raum zusammen singen, gibt dir ein Zugehörigkeitsgefühl. Das hat noch nichts mit Glauben zu tun, nichts mit Kultur, nichts mit Identität, nichts mit deinem Herzen. Das ist einfach nur Nostalgie. Und bei Freitag Nachtschuss wollten wir einfach herausfinden, was A, junge Menschen dazu treibt, zum Beispiel für jüdische Organisationen zu arbeiten heute in Deutschland. Generell, was für jüdische Stimmen es gibt. Und eine Sendung, die halt nicht von, klingt jetzt blöd, einer Beate und einem Franz gemacht wird, sondern halt von Dain Donskoy, der auch was mit dieser Kultur zu tun hat. Weil leider würden bei uns einfach gerne in Deutschland Porträts über Minderheiten gemacht und nicht mit Minderheiten. Yo, willkommen zu Freitag nach Juice. Ich bin Dain Donskoy. Kommt rein. Wir sind die einzige Sendung im deutschen Fernsehen, die einen Fokus auf Deutschlands wohl unbeliebteste Schicksalsgemeinschaft richtet. Den Juden. Jude, 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 Jude. Essen ist fertig, schnappt euch einen Teller und ja. Ist gut. Die eigene Identität hängt immer vom Kontext ab. Wann nervt es, Jude zu sein? An dem Punkt, an dem ich es nicht selber aussuchen kann. Ist das Minderheitenfernsehen? Ich hoffe. Die erste Generation, also wirklich so Kinder von Überlebenden, haben es gefeiert, weil die haben gesagt, so boah, endlich mal jemand, der sich traut, irgendwie hier so im deutschen Fernsehen zu machen. Zweite Generation, die sich angepasst haben, schwieriger. Warum bist du so laut? Warum muss man schreien, dass man Jude ist? Also es waren eher so die Assimilierten. Und die dritte Generation, also meines Alters, waren wieder so, ja ey, nice, cool, dass du es machst. Nur weil ich jetzt in Deutschland aufgewachsen bin, muss ich jetzt sozusagen mich als Deutscher fühlen. Was bedeutet das? Was ist denn Deutscher sein? Genauso wenig kann ich sagen, ich bin Israeli, nur weil ich es in Israel gelebt habe. Genauso wenig kann ich sagen, ich bin Russe, weil die Kultur, aus der ich komme oder aus der meine Familie kommt, die gibt es gar nicht, das war die Sowjetunion. Warum ist es so einfach, im Ausland mit Menschen sozusagen auf Reisen klarzukommen? Weil man plötzlich sich ablegt dieser ganzen komischen institutionellen Zwänge und gesellschaftlichen Grenzen, die man auferlegt bekommt. Und das kriegen wir unser ganzes Leben lang auferlegt, in Form von, ja, gesellschaftlichen Strukturen. Und jedes Land ist anders und deswegen sind auch die Menschen anders. Aber es gilt halt, glaube ich, wenn die Gesellschaft wirklich weiterkommen möchte und die Gesellschaft eine moderne sein möchte und die Gesellschaft wirklich sich wandeln möchte, dann geht es darum, halt genau diese Sachen abzulegen. Zu sagen, ja, ich habe A, B, C, D, E gelernt, aber ich möchte gerne X sein und das muss möglich sein. Meine Aufgabe ist, Mensch zu sein, der sich nicht darüber Gedanken machen muss, wie ich als theoretischer Rezipient von Hass damit umgehen muss. Weil es ist ja genau das Problematik. Minderheiten, marginalisierte Gruppen, sind die, die am Ende die Mehrheitsgesellschaft darüber aufklären, dass sie marginalisiert sind, um ihnen dann zu zeigen, dass sie nicht marginalisiert werden sollen. Das ist nicht richtig. Das ist falsch. Das ist falsch rum. Die Mehrheitsgesellschaft muss verstehen, dass sie marginalisiert. Das hat mich auch dazu geführt, sozusagen mich noch mehr politisch in Deutschland einzusetzen, für gewisse Sachen einzusetzen, für nochmal zu lernen, zu verstehen, verstehen zu wollen, was falsch läuft irgendwie. Damit ich nicht nur sagen kann, ja, an diesem System ist Kacke, sondern damit ich wirklich nachvollziehen kann, lernen kann, um andere Menschen versuchen aufzuklären oder zu helfen oder auch einer Mehrheitsgesellschaft die Möglichkeit zu geben, sich selbst damit auseinanderzusetzen. Das mit dem Jüdischsein ist ja zum Glück wirklich nur auf Freitag Nachtschuss bezogen. Ich mache das nie zum Thema. Also jetzt, wenn ich Barbarians für Netflix drehe, geht es nicht um mein Jüdischsein. Darf es auch nicht und soll es auch nicht. Und wenn es jemand zum Thema macht, dann was ist dein Problem? Weil es hat dort nichts verloren. Ich erzähle dann immer, ich komme aus Russland, stand ich dann in Moskau und dachte mir so, ich spreche die Sprache und sonst hat man jetzt nichts gemeinsam. Wenn man ein Jahr jetzt medial sich mit Identität auseinandersetzt, ich schwöre dir, man wird sauer und wütend, weil du eigentlich auch immer wieder von vorne anfangen musst. Mit jedem Redakteur,
der nicht selber Migrationsgeschichte hat, fängst du von vorne an. Warum wird dir auch medial immer erzählt, sozusagen, das Problem ist zwischen Juden und Moslems? Warum? Das ist nicht das grundlegende Problem. Das ist eine große Problematik. Das ist nicht die Problematik. Die Problematik in Deutschland ist, dass basierend auf der Geschichte und sehr, sehr viel von dem, was nicht verarbeitet wurde, Menschen immer noch Ressentiments haben. Und dann am liebsten auf andere zeigen. Das ist ein riesengroßer Teil der Problematik. Weil eine Gesellschaft, die selber nicht gelernt hat, mit ihrem Antisemitismus umzugehen, kann auch keinen Leuten, die hier neu herkommen, erzählen, wie sie damit umgehen sollen. Weil in Deutschland natürlich das schlimmste Antisemitismus, das wir hatten, war halt Holocaust. Und wenn es alles nicht mehr so schlimm ist wie der Holocaust, dann ist ja alles nicht so schlimm. Und das ist eigentlich ein grotesker Gedanke, aber wenn man sich ihn auf der Zunge zergehen lässt, also frage ich auch die Leute, die zuhören. Ja, das ist das, was übrig geblieben ist. Antisemitismus endet in Gaskammern. Solange es keine Gaskammern gibt jetzt gerade, ist ja alles nicht so schlimm. Und das ist schon so, wenn man sich das wirklich überlegt, hardcore. Was brauchst du denn eigentlich damit, Leute? Dann eigentlich bräuchte es wieder tote Juden. Meine Granny spielt Klavier in Charlottenburg. Für den Skinhead um die Ecke ist das schon genug. Meine Granny heißt Allah. Was ein Paradox. Jewish Lady in Berlin hat nur einen Gott. Als Jude rauskam, der Track, meinte er so, ja, ist geil, das kann ich doch nicht mitsingen. Ich so, warum denn nicht? Nee, ich kann doch nicht singen, Jude, Jude, Jude. Ich so, warum nicht? Warum kannst du nicht mitsingen? Sing doch mit. Ja, aber so wie N-Wort sagen. Ich so, nee, Jude ist nicht wie N-Wort sagen, weil Jude ist nicht der beleidigende Begriff für jüdische Menschen. N-Wort schon. Und dass es so krass ist, dass Leute das nicht mehr sagen können, das zeigt ja einfach, dass es ein großes Problem gibt. Ja. Also ich war 2 Tage vorher, war ich an der russisch-ukrainischen Grenze noch beim Arbeiten, am Drehen, was erstmal sich in Russland gedreht habe. Und es war schon sehr skurril, weil natürlich in den Tagen vorher gab es viel Militärpräsenz. Und auf dem Weg zum Set sind dann halt so Militärkolonnen an uns vorbeigefahren. Und dann bin ich zurückgekommen, wirklich 2 Tage bevor es losgegangen ist. Und saß am 24. In einem Podcaststudio in Berlin-Neukölln. Und wir haben gerade an Freitag-Nachtschuss den Podcast gearbeitet. Und dann kam halt Ticker. Auch wenn die Regierung ein mörderisches Endziel hat. Und das ist die Zerstörung der Ukraine. Also muss man Putin auch einfach zuhören, was der sagt und was er da fordert. Ist unmenschlich, ekelhaft. Und Menschen sterben, Frauen werden vergewaltigt, Kinder werden getötet. Mit nach hinten gebundenen Händen. So, da braucht man nichts schön zu reden und nichts versuchen zu erklären. Da gibt es keine Erklärung. Gibt es nicht. Das ist ein Fakt. Dennoch ist es extremst wichtig, die russische Zivilbevölkerung nicht komplett auszuschließen und zu sagen, ihr seid alles Faschisten, ihr seid alles Mörder, ihr habt alle zugesehen. Ja, auf jeden Fall. Stehen nicht genug Menschen auf, weil sie aber so programmiert sind, seit 20, 30 Jahren mit dieser krassen Propaganda und da durchzubrechen, das schaffen wir erst, wenn wir wirklich anfangen, in solchen Zeiten richtig krass zu ballern, was Kommunikation angeht. Я не могу это все никак не понять, никак разобраться. Кидаем ракеты, зачем? Зачем нападать? Зачем разрастаться, пока не убили, не засудили, пока мне мозги еще не отбили. Я подниму руку за мир. Я не хочу, чтобы все разобрать. Nein zum Krieg, нет войне, das darf man nicht sagen. Es gab das neue Gesetz. Für diesen Wortlaut kommt man bis zu 15 Jahre ins Gefängnis. Wie kann man protestieren? Oder wie können Künstlerinnen protestieren? Mit Musik zum Beispiel. Jeder Künstler oder jede Künstlerin, die so einen Song in Russland released hätte, würde 15 Jahre Haft mit sich bringen. Und das sind die Momente, wo du weißt, hey, du kannst gerade was machen, du hast doch diese Follower, benutz das, schreib den Song, den vielleicht der russische Künstler gerade nicht schreiben kann, weil er Angst um sein Leben hat, und gib den Menschen die Möglichkeit, sich gehört zu fühlen. Demokratie- und Liberalismusverständnis von einer russischen Bevölkerung ist einfach ein anderes, als wir es haben. Es ist ein Land und eine Bevölkerung, die keinen Demokratisierungsprozess hatten, wie wir. Dort ist aber viel krasser, weil dort ist natürlich
Das ist alles nie passiert. Dieses freie Denken, freies Leben, freies Arbeiten war, das ist dort nicht wirklich gegeben. Es wird immer schlimmer. Also Freunde von mir haben zum Beispiel Zs an die Hauswand gesprüht bekommen oder an die Tür gesprüht bekommen, weil sie sind Verräter, weil Putin die Leute dazu auffordert, innerhalb der eigenen Zivilbevölkerung aufzustehen gegen Verräter. Stell dir vor, das sind so gerade die, und Leute schreiben mir dann, dass sie Angst haben. Andere, auch durch den Druck, fügen sich so ein bisschen der, leider, dem Regime und sagen, ja, vielleicht ist es ja doch westliche Propaganda, was ihr da erzählt. Vielleicht gab es keinen Massaker. Vielleicht wurden keine Kinder getötet. Weil natürlich ist, glaube ich, für Menschen immer am einfachsten, es zu glauben, es ist alles nicht so schlimm. Weil es ist ein Schutzmechanismus. Dadurch, dass 90% der jüdischen Community in Deutschland einen sowjetischen Hintergrund hat, sind die meisten Menschen aktiv oder passiv von dem Konflikt, familiär oder im Freundeskreis betroffen. Und vor allem natürlich macht das was mit der älteren Generation. Also die Großeltern, meine auch, kommen genau von da, wo geschossen wird. Meine Mutter ist in Dnipropetrovsk geboren. Das heißt, man hat eine sehr starke Connection dazu. Und natürlich der Trigger, dass das Ganze auch noch unter dem Vorwand der Entnazifizierung der Ukraine läuft, mit einem jüdischen Präsidenten in einem Land, wo die Antisemitismus-Zahlen am niedrigsten sind in ganz Osteuropa, triggert natürlich auch nochmal krass. Jo, ich bin Daniel, das war meine Folge Germania und ich würde gerne von euch wissen, seid ihr wirklich politisch interessiert oder macht ihr es nur, weil es cool ist? Fragt euch das wirklich. Wenn ihr mehr von Germania sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Und danke fürs Zugucken.